Ja, wir freuen uns sehr, Herrn Dr. Tazim Yilmaz hier bei uns im ICT heute begrüßen zu dürfen. Sie sind Leiter der Kulturabteilung der türkischen Botschaft in Deutschland, in Berlin. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dort sind. Vielen Dank für Ihre, für Ihren Vortrag und auch jetzt für die Zeit, die Sie sich widmen, um hier diese Fragen zu beantworten. Wir haben viele Fragen vorbereitet und ich würde gleich mit der ersten anfangen. Wie würden Sie für sich persönlich den Begriff der Cultural Diplomacy definieren? Ich freue mich auch, hier zu sein und auch bedanke mich für die Möglichkeit, dass ich einen Vortrag über Cultural Diplomacy bzw. dass ich meine Meinung mit Ihnen geteilt habe. Cultural Diplomacy ist für mich, dass jeder versucht oder versuchen sollte, einen anderen zu verstehen. Beziehungsweise andere Kulturen zu verstehen, andere Denkweise und verschiedene Kulturen, verschiedene Nationen, verschiedene Menschen und natürlich mit ihren Kulturen als Ganzes und ihre Sprache. Und ich weiß auch, dass viele unter Cultural Diplomacy auch was anderes verstehen. Zum Beispiel als ein Tool, so National Image zu erhöhen, zum Beispiel. Oder wenn ein negative Image im Ausland für ein Land entstanden ist, zustande gekommen ist, das zu ändern und in die positive Richtung. Also wir müssen hier sehr vorsichtig sein mit der Definition der Cultural Diplomacy. Jeder hat, ich glaube, seine eigene Definition und auch Verständnis unter Cultural Diplomacy. Ja, vielen Dank für diese interessante Antwort. Sie sind ja schon seit langer Zeit im diplomatischen Dienst tätig. Was ist denn Ihrer Meinung nach eine der wichtigsten Kulturbrücken, die Deutschland aufbauen konnte? Es gibt jede Menge Möglichkeiten, eine Brücke zwischen der Türkei und Deutschland zu bilden. Und hier leben, in Deutschland leben, soviel ich weiß, über 3 Millionen Türken. Und sie leben seit 50 Jahren hier. Und deshalb für Deutschland und die Türkei, sie sind sie können die Funktion einer Brücke übernehmen. Und sie machen das auch. Soviel ich weiß, soviel ich gelebt habe. Ich selber zum Beispiel, ich habe in Deutschland studiert, im 80er Jahren. Ich sage auch ganz offen, es liegt auch in meiner Aufgabe, das ist auch meiner Überzeugung, dass ich auch der zivilen Beziehungen also auch was beitragen sollte. Und das versuche ich zu tun. Und wie gesagt, es ist eine sehr große Möglichkeit, auch für Deutschland, dass hier 9 Millionen Ausländer leben, in Deutschland ungefähr, dass sie eben Möglichkeit haben, sich auf der Welt zu positionieren, kulturell. Ja? Und die sind alle eben Brücke zur Welt. Das meine ich natürlich für Deutschen und für Deutschland. Und Deutschen, wie Sie wissen, auch reisefreudige Nation ist. Und sie reisen sehr viel überall in der Welt. Ja? Und wir bekommen auch sehr viele Gäste von Deutschland, ungefähr 5 Millionen. Und das ist auch gut. So dadurch lernen wir uns auch kennen. Und deshalb Deutschen haben die Möglichkeit, wirklich die Weltkulturen zu lernen. Sie sind auch weltoffen. So kann man auch weltoffen sein. Und sie können, Hauptsache, dass wir bereit sind,
gegenseitig zu lernen und uns bereit erklären, dass wir dafür was leisten können. Lernfähig sein und Bereitschaft sind wichtige Elemente für andere Kulturen zu lernen. Sie haben es auch schon ein bisschen jetzt erwähnt, Sie haben Ihr Berufsleben in beiden Ländern verbracht. Wie hat diese Zeit Ihr Weltbild oder auch den Blick auf die Türkei und auch auf Deutschland verändert bzw. beeinflusst? Wissen Sie, wir haben ein deutsches Bild in der Türkei. Mhm. Und das beruht auf sehr lange Zeit. Und ich habe Deutsch nicht dann, nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, kennengelernt, sondern wir haben früher Deutsch gekannt. Aber man kann darüber natürlich diskutieren, ob das gut war oder also richtig war oder falsch war. Ja? Aber eins muss ich sagen, die Türken sympathisieren mit Deutschen. Das war immer so. Und das hat auch mir hier leicht getan, nicht immer aber, in Deutschland mich einzuleben und Deutschen zu verstehen. Und ich habe erst angefangen, Deutschen zu verstehen. Wenn ich andere nicht verstehen kann, ich kann nicht erwarten, dass andere mich verstehen. Natürlich ist es auch ganz normal so, dass jede Nation, jeder Mensch andere Mentalität hat. Wir sind so geschaffen, einfach so. Wir müssen unterschiedlich sein. Aber wichtig ist, dass wir diese Unterschiede absorbieren können, respektieren können und auch gegenseitig voneinander lernen können. Darauf kommt es an. Und weil ich Deutsche erst Deutsche verstehen versuchte, das hat mir sehr leichter gemacht, in Deutschland zu leben. Und was noch auf mein Berufsleben oder allgemein aufs Leben ausgewirkt hat, natürlich, hier zu leben, hier zu studieren zu haben, deutsche Mentalität gekannt zu haben. Natürlich, das hat Effekte auf uns. Und muss ich sagen, das war nicht schlecht. Ja, wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Wir sind hier in Berlin, einer Stadt, wo Menschen aus allen möglichen Nationen zusammenkommen. Sie haben es ja schon angesprochen. Wie kann denn Ihrer Meinung nach eine Großstadt wie Berlin von diesem Multikulturalismus mehr Vorteile ziehen? Also es ist wirklich ein Vorteil für Berlin, sehr viele unterschiedliche Menschen hier leben. Und vielleicht merkt man das nicht gleich, was man davon hat oder was eine Stadt davon hat. Aber mit der Zeit, ich glaube auch, dass Berlin das gemacht hat, wie man davon profitieren kann. Ja? Aber es fehlt nur, es gibt Möglichkeiten, Möglichkeiten gegeben werden für die ausländischen Menschen, sich hier wohlzufühlen und ihre Kulturen hier vorzutragen bzw. zu demonstrieren. Also wenn wir die fremden Kulturen, fremden Sprachen und Gewohnheiten, Traditionen gar nichts wissen und nicht spüren und beziehungsweise nicht anfassen, dann davon können wir nichts haben. Deshalb, was die Stadt Berlin machen kann, nicht nur Berlin natürlich, dass sie Möglichkeit, Raum schaffen, ja, und Möglichkeit geben, dass diese Menschen ihre Kulturen hier zu präsentieren. Einfach so. Dann wir werden sehen, wie wir dann wirklich ein lebhaftes und sehr gut miteinander kommende Stadt erleben. Ja,
Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses interessante Gespräch auch für Ihre Zeit. Und wir hoffen, dass wir Sie bald wieder hier bei uns begrüßen können. Ich hoffe auch. Ich danke sehr. Danke. Vielen Dank.